Jo Leute, ich sitze im Auto, neues Video für euch, spontanes Wintervideo. Ich gehe gleich zum Andi, darunter in den Laden, Schaltwerk Schweigern und will heute ein paar Fotos machen. Ich habe meine Kamera dabei, es ist ultra nass im Wald. Es hat die letzten 3 Tage, war die ganze Zeit so Schneeregen und wir waren ein bisschen bauen im Wald und da steht einfach 20 cm der Matsch. Das bringt gar nichts, aufs Fahrrad überhaupt erst drauf zu sitzen. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit, so wie meine Bilder so entstehen und genau, mal gucken, was in dem Video noch alles kommt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein zum Andi. Corona sei Dank. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Let's go. Jo Leute, Andi schraubt. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich nehme das Rad hier jetzt mal mit. Ibis Ripmo. Und wir gehen ein paar Fotos machen, würde ich sagen. Laden wir den Bock mal ein ins Auto und dann geht's los. Machen wir ein paar Bilder. So Leute, los geht's. Rad ist verladen, das liegt da hinten drin. Was sieht man das? Und let's go in Wald. Vielleicht, wenn ihr Glück habt, gibt's für euch auch noch einen kleinen Porn. Jo, bis gleich. So Leute, Rad habe ich aufgestellt im Wald. Werde jetzt hier auf dem Weg mal ein paar Bilder machen. Wenn ihr von denen welche sehen wollt, dann schaut bei mir auf Instagram vorbei. Ich blende es euch mal ein. Und da werde ich auf jeden Fall ein paar hochladen und schaut auf jeden Fall auch beim Schaltwerk Schweigern vorbei. Da gibt es vielleicht auch ein paar Bilder zu sehen, die ich jetzt heute mache. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt an, mal ein paar Fotos zu machen. Und wenn ich danach noch Zeit habe, dann werde ich vielleicht auch noch ein paar Clips mit der großen Kamera für euch machen. Und ich würde sagen, die seht ihr jetzt, die schneide ich euch zusammen. Und bleibt auf jeden Fall noch dran, weil später im Schaltwerk Schweigern, wenn ich wieder zurück bin, gibt es noch was Besonderes für euch. Das wird ziemlich witzig, glaube ich. Und deshalb dranbleiben. Und jetzt gibt es ein paar schöne Bilder für euch. Let's go! Leute, ihr habt jetzt hoffentlich ein paar coole Bilder gesehen. Ich habe geguckt, dass ich euch ein bisschen was Cooles einfange. Und ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall einen richtigen Premium-Aufbau vom Ibis Ripmo RF, also die Alu-Variante vom Ibis Ripmo. Wir haben Non-Plus-Carbon-Laufräder. Richtig geil, das macht das Rad richtig schön leicht. Und rollender Widerstand, wie gesagt, ist da relativ gering. Durch die leichten Laufräder richtig cool auf jeden Fall. Wir haben Magura-Bremsen, die MT7, ein komplettes DVO-Fahrwerk, also DVO-Gabel und Dämpfer, wo ein Shockwiz aktuell montiert ist. Relativ viele Teile von One-Up, eine One-Up-Kettenführung, eine One-Up-Sattelstütze, ein Lenker und vorne in der Gabel das EDC-Tool. Das habt ihr wahrscheinlich auch in ein paar Shots gesehen. Richtig gut auf jeden Fall. Und ja, ein paar Escalab-Teile sind auch verbaut. Sattel und Griffe sind natürlich von Escalab, die 7FR-Griffe. Richtig geil. Boah, ich fall fast um. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich zum witzigen Part im Laden. Und wenn ihr an einem Ibis interessiert seid, dann schaut gerne beim Schaltwerk Schweigern vorbei. Der verkauft die Räder nämlich und mir wird es jetzt echt kalt hier draußen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Laden. Let's go. Kurze Unterbrechung und kleine Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich gesehen, dass 75% meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Und ich würde mich mega freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast. Das unterstützt mich in der nächsten Zeit, weiter coole Videos für euch zu produzieren und weiter coole Projekte euch zeigen zu können. Ich würde mich mega drüber freuen und jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß dir. Jo Leute, neuer Tag im Schaltwerk Schweigern. Gestern war es einfach zu dunkel, deshalb haben wir das auf heute Morgen verschoben und ich fahre jetzt ein ganz besonderes Gefährt, bin schon warm angezogen, weil ich glaube, gleich wird es richtig kalt. Das wird richtig witzig, glaube ich. Wir haben ein paar coole GoPro-Mounts da dran gebaut an das Gefährt. Ich zeige euch das gleich. Und ja, richtig witzig, macht richtig Laune, das Teil zu fahren. Der Andi fährt gerade schon aus. Und für euch gibt es jetzt erstmal einen fetten Born und ich würde sagen, Cinematic Balken, kranke Musik, let's go. We'll be right back.
Ja, Leute, ihr glaubt nicht, wie das Teil Bock macht. Es ist so witzig, macht richtig Spaß. Das Ganze funktioniert mit Elektro, das heißt richtig leise. Fährt im zweiten Modus bis zu 45 km/h. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Bike-Check an dem Teil, weil da sind echt kranke Teile dran verbaut. Das muss man einfach sagen. Leute, schaut euch an. Reifen von Maxxis. Vorne Assegai, hinten natürlich DHR. Es kann nicht anders sein. Downhill-Karkasse hinten, das heißt, mit dem kann man auch richtig kranke Tracks im Wald shredden. Dann haben wir hier vorne verbaut eine Lupine, die ist richtig hell, das glaubt ihr nicht, das ist unglaublich. Ich glaube, so eine helle Lupine habe ich noch nie gehabt. Dann haben wir hier verbaut, schaut es euch an, ganz frische Magura-Bremsen. Hier oben natürlich wichtig, dass man nur Dot 3 oder Dot 4 Lösung zum Entlüften nehmen darf. Richtig wichtig. Ja, richtig krass. Wir haben hier eine richtig heftige Neigetechnik verbaut. Schaut es euch an, Leute. Hier einen Fox DHX2, der durchgängig beide Achsen federt. Das ist einfach abnormal krank. Und ja, drei Räder, 29 Zoll Laufräder. Das ist unglaublich schnell, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Runde und dann sehen wir uns gleich im Schaltwerk Schweigern wieder. Ich komme nicht drauf klar, was das für ein krankes Bike ist. Let's go. Ich habe natürlich das ganze Carbon hier vergessen. Unglaublich heftig. Ja, Leute, war richtig witzig mit dem Teil auf jeden Fall hier mal zu fahren. Mehr so ein Spaßgerät, aber macht richtig Laune irgendwie. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen. Ich habe das so ein bisschen als Spaß aufgezogen. Und ja, ich würde sagen, das war's jetzt von dem kleinen Wintervideo. Viel mehr kann man gerade einfach nicht machen. Viel mehr ist gerade nicht möglich. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Falls euch die Dinger interessieren, dann schaut mal beim Schaltwerk Schweigert vorbei. Da gibt's die. Da kann man die tatsächlich kaufen. Ja, kurzer Fact noch zwischendrin. Das Teil hat ein kleines Kennzeichen. Das heißt, ihr könnt es entweder mit einem ganz normalen Autoführerschein fahren oder, was auch ganz cool ist, auch schon mit dem Rollerführerschein ab 14 Jahren. Und es fährt im zweiten Modus, wie gesagt, 50. Das heißt, ja, schneller als jeder 25er Roller. Genau, das vielleicht noch als Fact für euch. Ist vielleicht ganz interessant. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tja, ich kann schon nicht mehr reden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut. Haut rein, ciao.